Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem WLK Regional-TV. Ja, und das Ganze am Freitagabend, pünktlich zum Wochenende. Ja, ich begrüße Sie heute aus der Winzerstadt Freiburg. Weshalb? Das erfahren Sie im Laufe unserer Sendung. Ja, zuerst schauen wir mal nach Naumburg zu den wilden Schwestern der Biene Maya. Im Naumburger Kino wurde am 15. Mai für Interessierte ein ganz besonderer Film gezeigt. Biene Mayas wilde Schwestern. Hintergrund war und ist der Rückgang an Insekten um fast 80% in den vergangenen 30 Jahren. Wir machen uns einfach Sorgen, weil es einen enormen Rückgang an Vögeln und Insekten in unserer Agrarlandschaft gibt. Bei den Insekten sind die Zahlen um 75% zurückgegangen. Bei den Vögeln ist es in ähnlichen Dimensionen und wir haben einfach Angst vor einem stummen Frühling, der dann irgendwann droht. Und das finden wir natürlich sehr beängstigend. Und deshalb möchten wir mit der Bevölkerung überlegen, was so die Ursachen sind und was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann. Und deshalb wollen wir jetzt heute den Film Biene Mayas wilde Schwestern zeigen und danach ein bisschen diskutieren. Der Saal war bis auf wenige Plätze belegt. Das zeigt, dass dieses Thema auf entsprechendes Interesse stößt. Naja, so einfache Sachen sind zum Beispiel im Garten passiert das mit dem Spritzen von Pflanzenschutzmitteln ja zum Teil relativ unkontrolliert. Und die Kleingärtner haben ja auch nicht so eine Ausbildung wie die Landwirte. Und dann sind halt auch solche Sachen wie Lebensräume. Früher hatten die Häuser eine Lehmwand, wo dann zum Beispiel Bienen drinnen wohnen konnten. Jetzt sind alle frisch verputzt, die meisten Häuser, oder isoliert mit Blech davor. Und das ist dann halt auch ein Problem für die Vögel, dass sie eine Wohnung finden. Aus Sicht der Naturschützer ist die intensive Landwirtschaft Hauptverursacher des Rückgangs an Insekten. Insekten gibt es auf der Erde seit 480 Millionen Jahren. Dinosaurier traten erst 200 Millionen Jahre später auf. Es ist relativ vielschichtig. Also zum einen, dass wir halt seit der Nachkriegszeit sehr viel Kunstdünger verwenden. Dann ist natürlich die Technisierung der Landwirtschaft sehr weit fortgeschritten. Wir haben inzwischen ganz andere Mähtechniken als früher. Früher ist halt mit der Sense geweht worden und immer nur kleine Flächen, so wie man es gerade brauchte für das Vieh. Und heutzutage hat man halt Rotationsmäher, die gleichzeitig auch noch durch diese Rotation hochsaugen. Und man kann davon ausgehen, dass bei so einem Mähen mit der heutigen Mähtechnik so ungefähr 90-95% der darin vorhandenen Insekten und Amphibien sterben, wenn da gemäht wird. Und wenn man das dann auch noch mehrmals im Jahr macht, dann ist das natürlich eine sehr gründliche Ausräumung der Landschaft. Ja? Und das ist sehr bedrohlich. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Pflanzenschutzmittel dazu. Viele verschiedene Pflanzenschutzmittel und die haben ganz offensichtlich eine erhebliche Auswirkung auf die Natur. Und natürlich landen sie auch inzwischen in unserem Wasser und irgendwann im Trinkwasser. Das betrifft uns dann also auch direkt. Es geht uns also alle was an. Der Deutsche Imkerbund schätzt, dass der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung durch die Honigbiene in Deutschland bei ca. 2 Milliarden Euro liegt. Bienen zählen neben dem Schwein und dem Rind zu den drei wichtigsten Nutztieren. Doch auch die Honigbienen sind in Gefahr. Der Imkerstand ist also total überaltert. Wir haben in den Imkervereinen ein Durchschnittsalter von 66 oder 67 Jahren. Mittlerweile gibt es zwar in den Städten wieder mehr Jungimker, aber auf dem flachen Land gibt es also sehr viele weiße Flecken, wo überhaupt keine Bienen mehr sind. Die Bienen haben es in unserer Agrarwüste auch zunehmend schwerer. Durch die Monokulturen finden sie ab Juni kaum noch Nahrung. Und wir haben ja in manchen Jahren 40-50% Bienenverluste. Unter solchen Bedingungen können wir eigentlich wirtschaftlich überhaupt nicht mehr imkern. Das andere Problem sind Krankheiten, einerseits die Varroa-Milbe und ihre viralen Begleiterkrankungen. Aber die waren bis vor 15 Jahren auch nicht das Problem. Man muss generell feststellen, die Bienen sind einfach nicht mehr so vital wie noch vor 15, 20 Jahren. Das liegt sicherlich auch mit an den Pestiziden. Neben dem Kauf von Bioprodukten aus ökologischem Anbau kann jeder der Natur einfach mehr Raum geben. Den Rasen kurz zu halten, kann man auch anderen überlassen.
Die Städte sind inzwischen ein wichtiger Rückzugsraum für die Natur. Und da sind natürlich die Gärten vor allem wertvoll, wo nicht nur Thuja und Lebensbaum und Golfrasen ist, sondern wo man Blütenpflanzen hat und Obstbäume und Obstbüsche und auch mal eine, sage ich mal, eine unordentliche Ecke, wo ein paar Brennnesseln stehen zum Beispiel. Die sind zum Beispiel auch eine ganz wichtige Futterpflanze für Schmetterlinge. Das sind so die kleinen Sachen, mit denen jeder, der einen Garten hat, anfangen könnte. Und nun erfahren Sie, warum wir hier in der Winzerstadt Freiburg sind. Genauer gesagt, ja, auf dem Kirchenvorplatz. Na, geht Ihnen schon ein Licht auf? Nicht? Na, dann passen Sie mal jetzt auf. Am letzten Donnerstag freute man sich in Freiburg über den Sieg beim Deutschen Lichtdesignpreis 2018 in der Kategorie Öffentliche Bereiche Außenbeleuchtung. Der Kirchplatz in Freiburg hatte dabei mit seinem Beleuchtungskonzept die Nase vorn und konnte so Teilnehmer aus München und Hannover hinter sich lassen. Ja, das ist eine Sache, wo wir ganz, ganz stolz sind. Die Stadt Freiburg hat mit der Gestaltung des Kirchplatzes an einem Wettbewerb teilgenommen, nämlich um den Wettbewerb um den Deutschen Designpreis 2018. Und Kategorie öffentliche Flächen, Außenflächen haben wir den ersten Preis errungen. Und genau diese letztgenannten waren noch mit im engeren Wahl und wir sind der Sieger. Also das ist doch schon mal eine Wertung, muss ich mal sagen, wenn man sich gegen solch große Städte durchsetzt. Kurios dabei, nicht Freiburg hat sich beworben, sondern der Beleuchtungsplaner, der für dieses Projekt in Freiburg verantwortlich war. Er konnte den Stadtoberen am besten den Unterschied zwischen Anstrahlen und Beleuchten vermitteln. Und da Freiburg eine sehr touristisch geprägte Stadt ist, hat man sich natürlich dann diese kleinen Highlights einfallen lassen, die hier auch ein bisschen ausschlaggebend waren. Nämlich, man kann im Rahmen einer nächtlichen Stadtführung mit einer Fernbedienung, welche ich sogar hier mit habe, kann man nämlich Bodenleuchten ausschalten und kann einzelne Spots schalten auf bestimmte Sachen. Nämlich zum Beispiel die Turmwächterfigur hier in unserem Turm, die Freiburger Lieberfalter Freiburger Meister nennt. Sie hat nämlich ein Handwerkergewand an. Oder der Tympanon ist angestaltet oder gerade unsere Wasserspeier, auf die wir auch sehr stolz sind, die wirklich gut gestaltet wurden. Und das sind so kleine Highlights, denke ich mal, die uns von unseren unterscheiden und ausschlaggebend dann waren für die Jury, die übrigens auch vor Ort war und sich überzeugt hat, dass der Freiburger Kirchplatz Preisträger wird. Das ehemalige Zisterzienserkloster Pforta zwischen Naumburg und Bad Kösen ist seit 475 Jahren als Schule bekannt. In der Kirche St. Maria und Johannes fand am 23. Mai die Auftaktveranstaltung für die Feierlichkeiten am Wochenende statt, mit Gästen aus Landes- und Lokalpolitik, darunter auch Ministerpräsident Rainer Haseloff. Worüber ich sprechen kann, sind die letzten 5 bzw. 6 Jahre und da kann ich schon von mir persönlich behaupten, an einer Schule tätig zu sein, die etwas ganz Besonderes ist. Und wer unserem heutigen Festakt beigewohnt hat, der wird gemerkt haben, was für tolle Schülerinnen und Schüler wir hier vereint haben, die uns durch das Programm begleitet haben. Und es wurde auch deutlich, dass hier sehr engagierte Lehrkräfte tätig sind und auch sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Schulfamilie bilden, die doch Großes leisten kann. Und das, was man der Literatur entnehmen kann, dann hat in den 475 Jahren Schulpforte hier immer Bildung eine große Rolle gespielt. Es gab sehr gute Zeiten, es gab schwierige Zeiten, aber dieser Schulstandort hat junge Menschen immer auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden begleitet. Über die Jahrhunderte haben ca. 21.000 Schüler Schulpforte besucht. Daraus waren eine Reihe von herausragenden Persönlichkeiten hervorgegangen. Am bekanntesten ist sicherlich Friedrich Nietzsche. Man wird sicherlich weiter auf die 475 Jahre Tradition bauen, aber gleichzeitig gilt es natürlich, eine Schule auch immer den aktuellen Begebenheiten anzupassen. Und ich glaube, man wird in 25 Jahren dann wieder auf eine weitere Etappe zurückblicken können, die Schulpforte in ihrer Besonderheit dann auch wieder geprägt hat. Die CJD Christophorus-Schule ist bereits die 10. Grundschule, die das Projekt Apfellatein praktiziert.
25 Grundschulkinder haben in dieser Woche den Start des Gesundheits- und Präventionsprojektes mitgestaltet. Dazu wurde dann auch symbolisch ein Apfelbaum gepflanzt. Nach der Übergabe des Konzeptordners an die Schulleitung konnten sich die Kinder unter anderem über hübsche Stofftaschen freuen. Eine Ernährungspyramide zeigt, wie gesundes Essen aussehen sollte. Aber auch die Firmen, die dieses Projekt begleiten und unterstützen, kamen nicht mit leeren Händen. Und auf die Ohren gab's mit der Natapfel-CD auch noch was. Zu einer gesunden Lebensweise gehört aber auch Sport. Und welches Kind bewegt sich nicht gern? So durfte das natürlich auch an diesem Tag nicht fehlen. Steht der Tropfen, höhlt den Stein, bis der Groschen gefallen ist. So könnte man das Wirken von Blickpunkt Alpha und dem Alpha-Mobil sicherlich bezeichnen. Denn zu ändern, dass in Deutschland über 7 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben können, ist keine Sache von 5 Minuten. Am 23. Mai war das Alpha-Mobil auf dem Zeitzer Rossmarkt präsent. Viele Menschen kennen schon das Alpha-Telefon. Viele Menschen kennen auch die Werbespots mit dem Lehrling, der das Auto falsch beladen hat und wo dann der Lehrmeister sagt, wie kannst du nicht lesen. Wir sind das Alpha-Mobil, das heißt, wir fahren tatsächlich in die Städte und machen Öffentlichkeitsarbeit, machen Werbung für das Thema, dass die Menschen in die Lese- und Schreibkurse gehen, um halt ihre Lebenssituation zu verbessern, im Job, beruflich, privat. Es gibt viele Gründe, dass man besser lesen und schreiben kann, dass man besser klarkommt. Rechnerisch 17.000 Menschen betrifft das im Burgenlandkreis. Dennoch sind die Kurse bei den Volkshochschulen nur dürftig belegt. Es ist tatsächlich so, dass es für viele Menschen sehr unangenehm ist, zuzugeben, dass sie nicht so gut lesen und schreiben können. Viele Menschen haben schon seit der Kindheit super gute Strategien. Wir arbeiten mit einem Lerner zusammen, der hat in einer Hutfabrik gearbeitet. Der konnte 3000 achtstellige Artikelnummern auswendig im Kopf. Das heißt, er hatte eben so auch so eine krasse Gedächtnisleistung, eine super Strategie, um halt durchzukommen, sodass es auch niemand gemerkt hat und er dann auch gar nicht so einen Grund hatte, unbedingt zu sagen, ich möchte das verbessern, ich möchte doch besser lesen und schreiben können. Es ist gerade für Deutsche oder für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die im deutschen Schulsystem waren, schwierig zu sagen, ja, ich war in der Schule, aber ich habe es nicht so gut gelernt oder ich habe es vergessen mit der Zeit. Und deswegen bringen wir das Thema jetzt nach vorne in die Öffentlichkeit. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Rico Möbel, wir bringen Farbe in ihr Leben. Am Samstag findet das nunmehr dritte Zekiwa-Fanclub-Treffen in Zeitz statt. Ja, und alle Liebhaber der Zeitzer Kinderwagen sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja, es dürfen alle Kinderwagen und Puppenwagen ab 1850 bis zur Wende teilnehmen, die in Zeitz hergestellt wurden. Ja, los geht's ab 13 Uhr auf dem Schlosshof der Moritzburg. Ja, und weitere interessante Termine haben wir jetzt in unseren Veranstaltungstipps für Sie. Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft feiert am Samstag, den 26. Mai, ihr drittes Sommerfest. An diesem Tag lädt sie alle kleinen und großen Besucher ab 14 Uhr in die Schädelstraße 19a nach Zeitz ein.
Rund um die Geschäftsstelle wird es wieder ein abwechslungsreiches Programm auf und neben der Bühne geben. Der Höhepunkt des sommerlichen Nachmittags wird um 17 Uhr der Auftritt von Linda Hesse sein. Die in Halberstadt geborene Sängerin begann 2011 ihre Solokarriere und stellt an diesem Nachmittag ihr Anfang Mai veröffentlichtes viertes Album »Mach mal laut« vor. Ebenfalls energiegeladen ist der Start in das Sommerfest. Neben dem zünftigen Bierfassanstich wird Elsterbeat Pegau einen würdigen Auftakt bieten. Zudem tragen die Showdance-Gruppe Relax aus Leipzig mit ihren individuellen Choreografien, die Band der Musikschule Klangkiste mit ihrem breiten Repertoire zum bunten und abwechslungsreichen Programm bei. Durch das Programm führen die siebte Zeitzer Weinprinzessin Annemarie die Erste und die Zeitzer Lichterfee Michelle Müller. Aber nicht nur auf der Bühne gibt es viel Interessantes zu erleben. Auch um die Bühne können sich die Besucher an rund 15 Ständen unterschiedlicher Unternehmen sowie Dienstleister aus Zeitz und Umgebung informieren. Die kleinen Besucher können sich beim Ponyreiten des Reitclub Grana probieren, sowie ihre Energie auf der Hüpfburg und Kreativität bei verschiedenen Bastelangeboten beweisen. Somit steht einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Nachmittag nichts mehr im Wege. Los geht's um 14 Uhr. Alle sprechen über das Alter, aber kaum einer über das Altern. Älter werden ist eine der größten Herausforderungen des Lebens, hat einmal jemand gesagt, und er sprach offenbar aus Erfahrung. Schaut man auf das weibliche Geschlecht, so sind biologisch bedingte Lebensphasen mit ihren Auswirkungen auf Befinden, Befindlichkeiten und Gesundheit mehr oder minder Allgemeingut. Kaum jemand jedoch gesteht den Männern zu, dass auch sie im Zuge des Alterungsprozesses mit vergleichbaren Problemen belastet sind. Wenn Sie Fragen zu diesem komplexen Thema haben, dann steht Ihnen am Mittwoch, den 30. Mai, bei einer Informationsveranstaltung rund um das Thema »Wenn Mann älter wird« unter anderem Dr. Hans-Jörg Scholz, Chefarzt der Klinik für Urologie, Prostatakarzinomzentrum im Asklepios-Krankenhaus dafür zur Verfügung. Am 1. Juni-Wochenende lädt die Treusiger Sportgemeinschaft zum ersten Treusiger Schlager Open Air auf den Sportplatz ein. Am Freitag, den 1. Juni, treten ab 20 Uhr die bekannten jungen Zillertaler auf. Und bereits 19 Uhr heizt das Udo Lindenberg-Double die Stimmung so richtig an. Am Samstag, den 2. Juni, folgt um 20 Uhr die ebenfalls in der Region beliebte Schlagermafia. Die Karten sind im Vorverkauf vergünstigt. Sie gibt es zum Preis von 10 statt 15 Euro an der Abendkasse für die Zillertaler und 5 statt 8 Euro an der Abendkasse für die Schlagermafia. Offizielle Verkaufsstellen sind das Sportlerheim der Treusiger SG, das Schützenhaus, die Verwaltung der Verbandsgemeinde Treusiger Zeitzer Forst und der Bistone Ticketshop am Zeitzer Rossmarkt. Die Straße der Romanik ist 25 Jahre alt geworden und sie führt bekanntlich, wird wie ja bekannt ist, quer durch unseren Burgenlandkreis. Und das ist für uns Grund genug, hier einzelne Bauwerke entlang der Straße einmal näher zu beleuchten. Wir werden in einer losen Folge das eine oder andere Gebäude vorstellen. Es war Eckehard, der erste Markgraf von Meißen, der um das Jahr 1000 am Ufer der Saale nahe der Unstrutmündung seinen neuen Stammsitz errichtete. Damals bezeichnet als Neveburg bzw. Nuvenburg, heute als Naumburg bekannt. Die günstige Lage an der Kreuzung mehrerer Handelsstraßen war möglicherweise ausschlaggebend. Seit 25 Jahren führt auch die Straße der Romanik durch Naumburg. Die Söhne Eckehards des Ersten, Hermann und Eckehard der Zweite, gründeten kurz nach der Stammsitzverlegung auf dem Vorburggelände eine kleine, der Heiligen Maria geweihte Stiftskirche. Auf Drängen der Brüder verlegte König Konrad II. Im Jahr 1028 den Bischofssitz von Zeitz nach Naumburg, da Zeitz als zu unsicher angesehen wurde. Wohl schon im Frühjahr 1029 wurde mit dem Bau der ersten frühromanischen Kathedrale begonnen, deren Fundamente wurden unter dem heutigen Dom gefunden.
Der damalige erste Dom war doch ein Stück weit kleiner als das Ensemble, was wir im Hintergrund sehen, und hat aber in dieser Gestalt bis Anfang des 13. Jahrhunderts überdauert. In der Zeit zwischen 1200 und 1215 etwa beginnt man mit dem Neubau des Domes von Ost nach West und erreicht einen Abschluss mit dem Werk des Naumburger Meisters im Westchor um 1250. Natürlich war es das dann noch nicht. Es hat sich in allen Zeiten immer wieder Neues ergeben. So ist zum Beispiel der Südwestturm erst im 19. Jahrhundert vollendet worden. Aber der wesentliche Bestandteil ist eben in der Tat aus dieser Zeit, der Mitte des 13. Jahrhunderts. Man hat sich was dabei gedacht. Man hat auch schon geplant. Aber die Meister, sie hatten doch eher eine andere Logik, wie sie zum Ergebnis gekommen sind. Es waren tiefgläubige Menschen. Und sie haben etwas gebaut, das hat funktioniert. Und sie haben sich gedacht, Gott gefällt, was wir bauen. Und deswegen funktioniert es. Von Gravitation, von Statik, wie wir das heute naturwissenschaftlich kennen, haben die keine Ahnung. Sie kommen zu einem Ergebnis. Das Ergebnis ist sehr gut. Der Dom steht bis heute. Aber man muss trotzdem Obacht geben. Natürlich muss es beobachtet werden, dass es auch sicher bleibt. Gerade bei den gotischen Kirchen, die großen französischen Kirchen, manche sind direkt nach ihrem Bau wieder eingestürzt, weil man doch Grenzen überschritten hat. Dieser Dom hat zahlreiche Besonderheiten und auch Dinge, die ihn einzigartig machen. Zum einen ist es der Umstand, dass wir zwei Chöre haben, das haben andere Kirchen auch, aber wir haben darüber hinaus eben auch noch zwei erhaltene Lettleranlagen, die Begrenzung des Raumes für die Geistlichen und die Laien. Und das ist also wirklich singulär, dass wir zwei Lettner aus dem 13. Jahrhundert hier haben, im Osten den Hallenlettner und im Westen den berühmten Lettner des Naumburger Meisters. Mit seinem Werk, also mit dem Naumburger Meister und insbesondere den Stifterfiguren, haben wir nun wirklich etwas Herausragendes in seiner Bedeutung, in seiner Qualität, was in dieser Form auch einzigartig auf der Welt ist. Und die liturgische Erlebbarkeit, gerade der mittelalterlichen Liturgie, das ist etwas, was diesen Dom auszeichnet. Wir haben also so viele Bestandteile, die das hautnah bis heute nacherlebbar werden lässt. Die Stifterfiguren gelten ebenfalls als herausragend für diese Zeit. Die Besonderheit der Stifterfiguren liegt in ihrer wirklichkeitsnahen Darstellung der Kleider und Waffen. Die Figur der Uta von Ballenstedt erlangte weltweit Bekanntheit. Die Besonderheit ist, dass von den 12 Stifterfiguren 10 unmittelbar mit den architektonischen Bestandteilen des Chores fest verbunden sind. 2 sind sozusagen an die Wand gehängt, die anderen sind richtig eingebaut. Und das lässt also schließen, dass bei der Planung des Chores ein Bildhauerarchitekt am Werke war, der von Anfang an die Skulptur als integralen Bestandteil eingeplant hat. Und die Fähigkeit, Emotionen, Gestik, Mimik in Stein zu bringen, das zeichnet diese Stifterfiguren aus. Und durch die noch erhaltene Bemalung, die sogenannte Polychromie, die mehrfarbigen Schichten, die wir aus der Entstehungszeit, aber auch aus dem frühen 16. Jahrhundert hier vorfinden, gewinnen diese Figuren eine Lebendigkeit, die für die Skulptur des hohen Mittelalters wirklich sehr selten ist. Und damit ist das ein Höhepunkt der europäischen Skulpturentwicklung überhaupt, den wir hier haben. Und man meint ja, wenn man im Westchor steht, dass diese Figuren untereinander in Beziehung treten, dass sie sich im Blickkontakt sind oder scheinbar miteinander reden. Das ist also eine Fähigkeit, eine solche lebendige Szenerie darzustellen, die eben nur Naumburg hat. Ein solcher Dom wurde aber nicht gebaut, um die Fertigkeiten hinsichtlich Architektur und Kunsthandwerk zu präsentieren. Ein solches Bauwerk stand für Macht und Glaube. Wenn wir nach der Bedeutung des Doms fragen, können wir vielleicht zunächst auf die Zeit vor der Reformation zurückschauen. Damals gehört das Bistum Naumburg zum Erzbistum Magdeburg. Naumburg ist ein wichtiger Teil dieser Erzdiözese und insbesondere die Bischofsstadt Naumburg hat in der Zeit ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eine besondere Entwicklung genommen, insbesondere durch die Messen, die hier stattgefunden haben. Die Peter- und Paulsmesse ist hier zu nennen und die Domkirche von Naumburg, die ja den heiligen Peter und Paul geweiht ist, hat also als Hauptkirche der Diözese die wichtigste Bedeutung
besessen. Sie war die Mutter aller anderen Kirchen. Ausgerichtet hat sich die ganze Diözese hier nach dem Vorbild der Naumburger Kirche. Genutzt wird der Dom auch heute noch als Kirche, nach der Reformation im evangelischen Glauben. Darüber hinaus ist der Dom ein wichtiges touristisches Reiseziel, täglich geöffnet, und viele zusätzliche Aktionen und Sonderführungen ermöglichen einen tiefen Einblick in die vergangenen Jahrhunderte. Moin, Großer! Alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Und nun, liebe Zuschauer, kommen wir wie gewohnt zum Sport im Burgenlandkreis. Ja, nachdem schon die Landes- und Kreispokale ausgespielt wurden, geht es jetzt um die Meisterschaften. Ja, und Zorbau kann und wird wohl in die Oberliga aufsteigen. Aber es gibt noch zwei weitere Spieltage. Also wer wird wann gegen wen spielen? Hier unser Sportblick. Der Sport bei BLK Regional wird Ihnen präsentiert vom Mercedes-Benz-Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. Am vorletzten Spieltag in der Verbandsliga bestreiten die Blau-Weißen aus Zorbau ihr letztes Heimspiel der Saison. Zu Gast ist der Magdeburger SV Börde mit seinen 18 Zählern das Schlusslicht der Tabelle. Anpfiff ist auf dem Sportplatz in Zorbau um 15 Uhr. Der 29. Spieltag in der Landesliga bedeutet für den 1. FC Weißenfels ein Auswärtsspiel in Lütjendorf. Und auch der SV Braunspetra und der SC Naumburg müssen an diesem Samstag reisen. Braunspetra tritt in Landsberg an und die Domstädter sind in Zerbst zu Gast. Am 29. Spieltag in der Landesklasse darf der 1. FC Zeitz beim SV Blau-Weiß-Güntersdorf antreten. Die Eintracht Gröbers steht dem ESV Herren Gosserstedt gegenüber und der SV Spora begrüßt den TSV Leuna. Ebenfalls ein Heimspiel hat der SV Großgrimma. Die Blau-Gelben spielen am Samstag gegen den frisch gebackenen Kreispokalsieger Wengelsdorf auf heimischen Rasen. Rot-Weiß-Weißenfels begrüßt die zweite Mannschaft des SV Merseburg 99 und die zweite Mannschaft des FC Weißenfels reist nach Halle-Neustadt. Ebenfalls ein Auswärtsspiel hat der FC Freiburg beim BSC 99 Laucha zu absolvieren. Alle Spiele starten um 15 Uhr. Der Sport bei BLK Regional. So dynamisch und vielfältig wie die Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz-Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. Und mit dem Blick auf unseren oder in unseren Bauernkalender und auf das Wetter zum Wochenende beschließen wir eigentlich schon wieder unsere Sendung. Ja, und die Regel lautet dieses Mal: Wie sich das Wetter an Urban verhält, so ist noch 20 Tage bestellt. Ja, dann schauen wir mal, ob das stimmt. Wir schauen aber jetzt erst einmal auf die nächsten 3 Tage hier unsere Wettervorschau. Am Samstag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Am Himmel gibt es kaum Quellwolken oder nur dünne Schleierwolken und bei schwachem Ostwind werden Tageshöchstwerte zwischen 26 und 29 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag ist es bei schwachem Nordostwind und geringer Bewölkung trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 12 Grad. Am Sonntag werden sich nach freundlichem Beginn ab Mittag zahlreiche Quellwolken bilden, die zu Schauern und Gewittern führen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 24 und 26 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind. In der Nacht zum Montag klingen die Niederschläge rasch ab und verbreitet wird es dann gering bewölkt sein. Bei einem schwachen Ostwind geht die Temperatur auf 14 bis 12 Grad zurück.
Am Montag wird es überwiegend sonnig sein. Am Himmel gibt es kaum Quellwolken oder nur dünne Schleierwolken. Bei einem schwachen Wind liegen die Tageshöchstwerte bei 29 Grad. Damit sind wir jetzt endgültig am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen auch für Sie wieder mit dabei. Wir sehen uns wieder, ja, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK Regional-TV und dann natürlich wieder mit unserem Sportblick. Haben Sie jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum Dienstag.